So, dann das letzte Puzzleteil. Vervollständige das Bild, indem du die Kacheln vertauscht. Wähle zwei Kacheln aus, um sie zu vertauschen. Okay. Alter, ich bin... Ich muss es gleich dazu sagen, ich bin richtig mies in sowas. Zumindest sag ich mir das immer selber. Als Ausrede, warum ich schlecht bin. Nö, das passt hier auch nicht hin. Dann würde ich sagen, wir holen uns das da. So, dann das hier. Dann das. Das ist schon richtig. Dann kommen die beiden vertauschen, die beiden vertauschen. Nein. Ach, verdammt. So, dich will ich ehrlich gesagt auch nicht. Dich will ich auch nicht. Ach so, hier ist noch ein Stück. So, dich. Dann will ich dich da oben haben. So, dich will ich hier haben. Dann will ich... dich dort oben haben. Und dann will ich dich... dort haben. Dann haben wir diesen oberen Teil schon mal fertig. Dann will ich dich hier haben. Dich da. Du passt mir nicht. Das gefällt mir schon besser. Aber es ist verkehrt herum. Warte. So. So. Dann dich hier runter. Ja, natürlich. So. 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 So und so und so. Genau so. Dann dich wieder hier hin, wobei das aber falsch ist. Ist das richtig? Es könnte sein, dass das falsch ist. Es ist falsch. Gut, dann bringen wir das hier erstmal rauf. Dann holen wir uns das hier runter. So und so. Warte. Ja, das hier passt nicht. Das gehört nämlich da nach hinten. Dann gehört das dahin. Dann gehört dieses hier herüber. Dann gehört das runter. Wobei die beide runter gehören. So, umdrehen. Jetzt haben wir es fertig. Gut. Das ist schön, dass hier für diese 20 cm drei Treppen eingebaut wurden. Finde ich toll. Was haben wir denn da oben? Die Aussicht von dort oben ist sicher herrlich. Ja, wenn du das sagst, dann... Ich will da ehrlich gesagt nicht hin. Lily? Lily? So, das Versteck im Schloss. So ein richtiges Questlog, also so irgendwie so Texte wie bei manch anderen Spielen haben wir hier eigentlich nicht. Gut, unser Inventar ist leer. Was haben wir da? Ups. Ja, toll. Gut, dann versuchen wir mal die Lilly aufzuwecken. Oh, was ist denn das? Ein Pranger? Es muss schrecklich sein, an eine solche Kugel gefesselt zu sein. Die Lederhandschuhe sind zerrissen. Gut. Sie schläft tief und fest. Das ist bestimmt ein Zauber. Ich muss sie irgendwie aufwecken. Ja, so. Hilft auch nicht. Dann lassen wir's. Oh, ein Wimmelbild. Das ist ja schön. So, wir suchen. Na toll. Diesen Bohrer oder was das ist, suchen wir. Und wir suchen... Was suchen wir denn noch? Suchen wir dieses Teil hier auch? Nö. Hier ein Schlüssel mit einem wunderschönen Bart. Dann... das da. Dann suchen wir dieses da. Dieses da suchen wir auch.
Dann suchen wir dich erst recht. Dich suchen wir. Dann haben wir zumindest schon mal einen Teil fertig. Was suchen wir denn noch? Dich. Dich. Die Rolle nicht. Das da suchen wir. Aha. Irgendeine Kurbel. Ist auch interessant. Bin gespannt, was das wird. So, wir suchen dich. Dann suchen wir noch. Was suchen wir denn noch? Dich suchen wir. Und dich da. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt alles. Und haben einen teuren Korkenzieher gebaut. Scharfschütze, finde alle Objekte in einer WBS mit kaum einer falschen Auswahl. Ja, ich bin halt Imber, ne? So. Das heißt, das Wimmelbild haben wir abgeschlossen. Das da. Auf diese Weise ist der Bär in die geheime Kammer gelangt. Aber die Kette ist kaputt. Können wir das vielleicht mit einem Korkenzieher? Ja, nein. Okay, dann nicht. So, meine liebe Schwester, entweder du wachst jetzt auf oder ich ziehe dir einen Korken aus der Nase. Das hast du noch nie gesehen. Okay, dann nicht. Haben wir hier ein Weinfläschchen? Die Lederhandschuhe sind zerrissen. Und an dem Pranger ist ein Schloss angebracht. Das ist meistens so, ja. Okay, das Schild können wir auch nicht nehmen. Hier können wir auch nicht rausjumpen. Ich glaube, wir müssen wieder zurück und hinter uns irgendwas finden. Oh nein! Meister Petz ist auf der Jagd. Und er sucht nach uns. Volkswagen. Das Auto. So, Korkenzieher. Scheint nicht zu funktionieren. Ja, dann nicht. Abgeschlossen. Noch eins weiter zurück. Hier ist der Bär nicht. Was können wir jetzt hier noch machen? Ein krummes Metallstück. Das soll wohl ein Schlüssel sein. Ja, okay. Aber hier können wir ehrlich gesagt gar nichts mehr machen. Gut. Wenn wir nichts mehr machen können, dann können wir nichts mehr machen. Dann ist mir das eh recht. Ach, hier. Ja, stimmt. Wir brauchen den Korkenzieher hier draußen. Was ist das überhaupt? What a smell. Was bist du? Riechsalz. Ach so. Okay, Riechsalz. Ach, für die Schwester zum Aufwecken. Das ist ja easy. Oh nein. Der Bär. Edward. That's Lily's sister. She's in league with the beast. Don't let them touch my future wife. Gerüst kollabiert. I won't let you ruin my plans. Welche Pläne? Ach du. Oh, my head. I must have fainted. Edward, he tried to kill us. The bear. Why was it protecting me? It makes no sense. Oh no! The fallen chandelier caught on fire! I have to put it out before it spreads! Ja, mit Riechsalz, das wir nicht mehr haben. Okay. Was haben wir denn da? Eine Vase. Leere Vase. Wir brauchen Wasser. Wo haben wir denn Wasser zurück? Haben wir hier Wasser? Nein, hier haben wir kein Wasser. Hier haben wir Wasser. So, Vase auffüllen. Volle Vase. Gut, dann gehen wir da nach vorne und wieder da durch und nehmen die Vase und löschen das Feuer. Just in time. Ja, gerade noch rechtzeitig. So, zur geheimen Kammer. Ja, die Schwester ist weg. Da können wir immer noch die Kette reparieren. Da können wir noch das Schloss aufmachen, dass wir die Kugel bekommen. So, zur Bibliothek. Kätzchen! Wir können hier mit dem Kätzchen irgendwas machen. Aber es ist zu hoch, da komme ich nicht dran. Ja, Kätzchen.
Oh, unser Kiezekätzchen. Juwelenbesetzter Stab. Gut. Die Kurbel hängt dort oben in den Ästen. Damit komme ich nicht weiter. Kann ich das vielleicht mit dem juwelenbesetzten Stab holen? Nein, kann ich nicht. Gut, was haben wir da? Da baumelt das Stück einer Kette von der Decke. Und? Der Wagenheber steckt unter dem Tisch fest. Ich könnte versuchen, ihn anzuheben, aber die Kurbel fehlt. Die sitzt da oben auf dem Baum. Hier haben wir eine Elfe. Was haben wir da? Einen Schmetterling. Das ist der Tisch. Den Bärenkopf können wir uns auch nicht näher ansehen. Hier haben wir einen Schmetterling gefunden. 4, um ganz genau zu sein. Da fehlen ein paar gläserne Insekten. Gut. Dann finden wir die einfach mal alle. Da, dich haben wir auch noch. Nadel und Faden sollte man immer bereit haben. Nadel und Faden. Ach ja, ich mag dieses Lied. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe dieses Lied. So, was haben wir denn da? Meine liebe Baronin, die fehlgeleitete Zuneigung ihres Sohnes für dieses armselige Bauernmädchen ist eine wahre Schande für unsere Familie. Ich stimme euch zu, dass wir in dieser Angelegenheit etwas unternehmen müssen. Ihr den Ring seiner Großmutter zu geben, war eine unglaubliche Dreistigkeit. Wir müssen dieser Beziehung ein Ende bereiten. Hochachtungsvoll, der Joghurt mit der Ecke. Zuerst war es ein normaler Joghurt. Jetzt allerdings hat er sich die Ecke dieses Briefs geklaut und einen Fleck hinterlassen. Gut, sie muss wirklich verärgert gewesen sein. Ja, das war sie offenbar wirklich. Gut, haben wir einfach mal das Paket aufgemacht. Was haben wir denn da? Nadeln. Entweder bin ich zu klug für diese Spiele oder dieses Spiel ist einfach kacken einfach. Ich weiß nicht, was es wirklich ist. Ich will mich jetzt nicht in den Himmel hochloben, aber bei diversen anderen Menschen sieht das doch relativ schwierig aus immer. So, also Nadel und Faden. Jetzt haben wir eine Nadel. Hier haben wir Faden. Wozu brauche ich das jetzt? Momentan noch gar nicht, wahrscheinlich. Die Kurbel fehlt hier. Die Kurbel liegt da oben. Ja, die Kurbel hängt hoch oben in den Ästen. Nadel und Faden kann ich jetzt an mich nehmen. Kann ich mit Nadel und Faden da oben? Nein. Das dachte ich mir bereits. Kann ich die Kette vielleicht nähen? Nö, kann ich nicht. Ich habe auch erst 2 Insekten. Gibt es hier noch... Ach, da ist ein Insekt drin. Okay, mit Nadel und Faden kann ich hier auch nichts erreichen. Weil mir ein Teil der Blume fehlt. Gut, das heißt, hier sind wir soweit erstmal fertig. Bis wir alle Insekten... Bis wir irgendwas mit Nadel und Faden gemacht haben. Ach, der Bär! Still alive. Ja. Die Glasscherben sind ganz schön scharf. Ich sollte sie nicht mit bloßen Händen anfassen. Okay. Das heißt, die Kette habe ich mal gelöst. Sehr gut. Ach, so ist das. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt die Lederhandschuhe, die wir mit Nadel und Faden, die wir immer dabei haben, nähen können. So. Danach können wir mit der Kette vielleicht schon diese Kette reparieren. Damit komme ich hier nicht weiter. Okay, dann nicht. Okay. Hiermit vielleicht da irgendwas? Nö. Ja, da ist ein Schloss angebracht. Das. Ah, hier haben wir wieder ein Wimmelbild. Cool. So, wir suchen dieses Mal dich. Dann suchen wir dich. Das war's falsch. Das da suchen wir noch. Dann suchen wir noch dich.
dich. Dich. Dich. Dich. Eins zum Edelstein suchen wir noch. Dich suchen wir auch. So einen bläulichen Edelstein suchen wir. Dich da. Und so eine komische Klammer. Komische Klammer. Komische Klammer ist hier. Da, wo man natürlich eine komische Klammer vermuten würde. Und wir haben noch einen Schmetterling bekommen. Windeseile. Schließe eine Wirbelbildszene in unter einer Minute ab. Und scharfes Auge. Schließe drei Wirbelbildszenen in Folge ab, ohne Tipps zu verwenden. Ja, ich bin... Wie gesagt, ich spreche es lieber nicht nochmal aus. So, meine Damen und Herren, wir gehen zurück und verwenden unsere neu gefundenen Lederhandschuhe, um das hier wegzuräumen. Der Balken liegt oben auf. Ich muss ihn beseitigen, um den Bären zu befreien. Mit der Kette. Gut, mit dem juwelenbesetzten Stab? Nö. Gut. Nadel und Faden haben wir übrigens nicht mehr dabei. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir theoretisch nur den Brief. Warum auch immer wir diesen Brief bekommen. Wie gelange ich auf den Balkon? Ja, erstmal gar nicht. Den Stab? Nö. Die Kette? Nö. Brauchen wir die Kette vielleicht für den Wagenheber? Warte mal. Kette an Kette vielleicht? Kette an Kette. Gut, das heißt... Ach so, ja. Jetzt bin ich ja immer noch nicht schlauer. Uns fehlt immer noch irgendwas für die Blume. Die Blume nicht vollständig, nämlich, ist... mein junger Padawan. Das heißt, wir müssen noch einen Teil der Blume finden. Wo finden wir diesen Teil der Blume? Ist hier ein Teil der Blume? Nein, hier ist nicht ein Teil der Blume, die nicht vollständig. Mhm. Was haben wir da? Können wir uns da noch irgendwas ansehen? Dieses Ding hier. Wo aber auch nichts mehr zu holen ist. Ach, hier ist eine Elfe, darum. Okay, darum können wir uns das noch ansehen. Da ist auch noch eine Elfe. Sonst ist hier auch nichts mehr. Zum Wald und nach rechts. This is no time for guesswork. I need to know exactly where I'm going. Halt die Klappe. So. In die Hütte. Juwelenbesetzter Stab. Können wir nichts mit anfangen? Finden wir hier einen Teil der Blume? Nein, das ist dann doch etwas zu weit hergeholt. Aha, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es zu weit hergeholt ist. Ich bin... ja. Ich bin ja. Lustig und so. Denke ich zumindest. Ja, das haben wir schon gelesen. Hier ist aber auch... Wobei, hier wären steinerne Blumen. Ja, ich... lass das lieber. Bevor mich noch jemand fragt, hier ist auch noch eine Elfe. Also die Naturgeister finden wir schon relativ häufig, aber diese Trugbilder finden wir halt nie. Also ich zumindest. Ich meine, ihr spielt ja das nicht. Ihr findet die wahrscheinlich sowieso immer. Wie ein stiller Beobachter. Ja, der Mond oder wie? Na, ist auch egal. Wir könnten ja mal auf die Map schauen. Weggabelung. Gibt's was zu tun? Fuß des Berges. Verlies. Weggabelung. Da gibt's was zu tun. Ach nein, da bin ich gerade. In der Bibliothek gibt's zu tun. Nein, verdammt, weg zu. Ja, ich gehe in den Wald, ja. Halt die Klappe. Treppe hoch. Bibliothek. Irgendwo in der Bibliothek scheint die Blume zu sein. Die Kette ist doch immer zu kurz. Macht nix. Hier ist eine Blume. Da sind auch Blumen, aber die kann ich ja nicht nehmen.
Da ist die Kurbel immer noch oben. Ha. Kitty, Kitze, Kätzchen.